auch wenn wir ein richtiges Schiedwetter haben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships. Heute mit einem Replay, und zwar der Bad Johnny von Sidian42. Und ja, schauen wir mal, was er so mit dem Sechser so treiben kann. Top-Tier ist er, das ist schon mal sehr schön für ihn. Ja, da wird gleich mal die Svetlana gerammt. So, und da gibt es auch schönes Nebelhorn. Das Wetter zieht wieder auf, so ist gut. So, und jetzt sind wir soweit, dass wir hier wirklich schauen können, was er hier reißen kann. Ah, vielleicht noch ein bisschen. Noch kommt er mir auf nichts drauf. So, jetzt, da hat er doch einen Zerstörer, auf den er schießen kann. Und ja, holla die Waldfee, trifft auch gleich. Nicht wundern, wenn teilweise noch die Kanonen nachziehen. Das ist einfach so ein, könnte ein Lagspike gehabt haben, kann aber auch am Spulen liegen. Solche Sachen sollten euch nicht verwundern. Und schön zu sehen, dass die Bad Johnny einfach da wirklich eine geile Flugbahn der Granaten hat. Also die mag ich sehr gerne, dieses sehr tieffliegende. Jetzt kommt er nur gerade auf nichts mehr drauf, deswegen gehen wir ein bisschen Gas. Weil hier um die Insel rumfahren, da glaube ich, braucht man keine große Fantasie. Und jetzt hat er nämlich gleich wieder links die Möglichkeit zum Beschuss. 10 Kilometer, eigentlich auch eine schöne Distanz. Und da fliegen sie schon, aber da jetzt nicht. Jetzt geht er vielleicht auf die Ognevoy, so wie es aussieht. Da ist, also da hat er jetzt reichlich Gegner, auf die er gehen könnte. Aber er bleibt auf der Ognevoy drauf. Ja, trifft schön. Zündet ihn noch an. Ah, da gehen sie ein bisschen zu früh runter. Torpedos im Wasser, aber die sollten ihn nicht wirklich stören. Die Nicholas, die ist im Rückwärtsgang. Ja, der war gar nicht so knapp. So, und jetzt die Kuma. Bisher kann er zwar eigentlich super wirken, aber oh ja, die Distanz sollte ihm jetzt richtig legen. Wenn jetzt die Kuma beidreht, oh ja, ich sag euch, jetzt gibt's Zitadellen. Ah ne, dreh noch ein bisschen. Oder Torpedos, das ist natürlich auch so langsam. Ah ja, jetzt dreht er gut rein. Und jetzt Zitadellen, sag ich euch. Ja, zwei Stück schon direkt. Er dreht hier ein bisschen ran, dass er eben nicht das gleiche Schicksal ereilt. Und nochmal zwei und die Zerstörung folgt. So, da hat er jetzt noch Torpedos, aber kein Problem. Und jetzt auch schöne Distanz, deutlich unter 10 Kilometer und auch hier gleich die Zitadelle. Natürlich jetzt die Zitadellentreffer von der Schadenssumme jetzt kein Vergleich zu irgendwelchen Schlachtschiffen, aber wenn man so fleißig die Zitadellen sammelt wie er hier, dann muss man, und er hat schön auch direkt gleich weggedreht, weil er wusste, okay, den mache ich weg. Da vorne muss jetzt ein bisschen aufpassen, da ist jetzt hier ein bisschen dickeres Gerät. Nürnberg Tier 6, Fuso Kongo, Schlachtschiffe. Also das könnte natürlich hier ein bisschen unschön enden. Aber auch da noch eine Zitadelle. Und da ist jetzt die Fuso gleich links von ihm. Jetzt muss man mal hoffen, dass er da, dass die Fuso sich nicht auf ihn konzentriert, weil unter 5 Kilometer fast, aber er geht jetzt weiter auf die Fukutake und auch hier hört es mit den Zitadellen nicht auf. Fukutake da im Rückwärtsgang und jetzt ist nämlich hier die Fuso gleich da. Die ignoriert er aber aktuell noch und jetzt, glaube ich, bekommt er damit so hoppala. Da ist ja gleich ein Schiff, aber er geht weiter auf die Fukutake und sammelt Zitadelle um Zitadelle. Wobei, jetzt würde ich dann allmählich empfehlen, hier einmal um, Kamerad. Und die,
Difuso kümmert sich gar nicht um ihn. Jetzt hat er die Furutaka zerstört und Difuso kommt so nah ran, dass er ja natürlich jetzt perfekt gleich in der Torpedo-Reichweite ist. Also schöner geht's gar nicht, als so ein Schiff zu haben, das sich gar nicht für einen interessiert und noch so viele Hitpoints hat. Torpedos von seinem Mate. Und die wollen wir anschauen, wie die... Wahnsinn, alle vier Stück treffen. Unterstützer, Wassereinbruch. Also, der war mal richtig dicke, der Treffer. Und jetzt auch noch die Karlsruhe. Auch hier nochmal eine Zitadelle. Das Großkaliber ist schon fast überfällig. Also muss man sagen, treffen tut er hier fantastisch. Der Schaden oben ist auch schon absolut sehr, absolut gut. Und hier Kill Nummer 4. So, jetzt kuschelt er ein bisschen hier mit der Insel. Wartet vielleicht, was da die anderen so machen, weil auch noch Kongo und New Mexico sind natürlich auch dicke Klopper. Torpedos, die da von vorne kommen. Bleibt jetzt so hinterhalb der Insel, dass er selber noch wirken kann, aber die Kongos das schwer hat, ihn zu treffen. Fahrt jetzt aber weiter. Und die Schüsse landen da hinter ihm. Da, das ist noch einer der untergehenden Gegner, der stört ihn nicht wirklich. Und achtet mal auf die 12 Kilometer Distanz und wie schnell die Kugeln da hinfliegen. Unter 7 Sekunden. Also die Fluggeschwindigkeit, die ist wirklich Sahne. So, jetzt dreht leider die Grad so rein, dass er da nicht so den Damage drauf bekommt, wie er es will. Jetzt auf die Kongo. Schöner Treffer. So, jetzt fährt ein Nicholas von ihm da in den Cap des Gegners rein. Sieht man ganz gut. Nochmal eine Zitadelle hier auf die Nürnberg. Kann natürlich auch durch einen Cap gewonnen werden. Oh ja, das war ein dicker Treffer. Jetzt muss mal die Kongo langsam dran glauben. Beziehungsweise die Kongo ist eh das letzte Schiff verblieben. Und ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ob der Kill noch kommt oder nicht, seht ihr jetzt. Also viel Spaß noch mit den letzten Sekunden.